Das ist Jan. Jan hat überhaupt keine Ahnung von Kurvendiskussion. In den letzten Videos hat er gelernt, wofür er das Zeug überhaupt braucht, wie man Schnittpunkte mit der Y-Achse bestimmt und wie man Nullstellen bestimmt. Diesmal lernt er, wie man Extrempunkte, also Hoch- und Tiefpunkte einer Funktion bestimmt. Aber zuerst einmal, bist du vertraut mit der Ableitung? Ja, nein, vielleicht? Falls nein, schau dir erstmal das Video dazu an, denn ohne die Ableitung kommst du hier nicht weiter. Falls vielleicht und ja, bleib einfach da, wo du bist und schau dir das Video weiter an. Ah, mach keinen Scheiß. Das ist der Graph einer Funktion. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Er ist ein sogenannter Hochpunkt. Ein Hochpunkt ist einfach ein Berg, wie bei einer Achterbahn. Im Gegensatz dazu ist das dann ein sogenannter Tiefpunkt. Um bei der Achterbahnmetapher zu bleiben, entspricht der Tiefpunkt einem Tal. Um jetzt herauszufinden, wie man solche Hoch- und Tiefpunkte mathematisch bestimmt, muss man überlegen, was für mathematische Eigenschaften diese haben. Wieder in Bezug auf die Achterbahn. Genau an der Extremstelle geht es weder nach oben noch nach unten. Beim Hochpunkt ist man nämlich schon ganz oben und beim Tiefpunkt schon ganz unten. Das heißt, an der exakten Stelle des Tiefpunkts bzw. Hochpunkts gibt es weder Steigung noch Gefälle. Mathematisch gesehen ist es waagrecht. Es geht also weder nach oben noch nach unten. Und das heißt, die Steigung an Extremstellen ist 0. Na, erinnert ihr euch? Genau, die Steigung ist nichts anderes als die Ableitung. Die Steigung ist die Ableitung und das ist f' von x. Und das muss eben 0 sein. Die Bedingung für einen Extrempunkt einer Funktion ist also, dass die Ableitung 0 sein muss. Wir machen mal ein Beispiel. Wir haben die Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 3x hoch 2. Wir verraten schon mal, wie diese aussieht. Eigentlich wissen wir das jetzt noch nicht. Normalerweise. Unser Ziel ist es, diesen Hochpunkt und diesen Tiefpunkt zu bestimmen. Also allgemein die Extremstellen von f von x. Wir erinnern uns, die Bedingung für eine Extremstelle war f' von x muss 0 sein. Also müssen wir erstmal die Ableitung von f von x bestimmen. Erinnert ihr euch? Die Regel war, Hochzahl nach vorne und Hochzahl um 1 erniedrigen. Die Ableitung ist also f' von x gleich 3x hoch 2 minus 6x. Und das muss dann 0 ergeben. Ach ja, als Tipp, wir bestimmen jetzt also die Nullstellen der Ableitungsfunktion. Und wie man Nullstellen bestimmt, hast du ja im vorigen Video gelernt. Hier bietet es sich an, ein x auszuklammern. Dann haben wir x mal 3x minus 6 gleich 0. Ein Produkt wird 0, wenn einer der Faktoren 0 wird. Deshalb haben wir hier zwei Lösungen. x1 gleich 0 und für die Klammer x2 gleich 2. Denn 3 mal 2 minus 6 ergibt 0. Damit erhalten wir einmal einen Extrempunkt an der Stelle x gleich 0 und einen an der Stelle x gleich 2. Da wir bisher aber nur die x-Stellen haben, müssen wir noch die y-Werte bestimmen. Da wir ja am Ende einen Extrempunkt haben wollen und ein Punkt besteht eben immer aus zwei Werten. Um den y-Wert zu bestimmen, setzen wir die x-Stelle einfach in die Funktion f ein. F von 0 gleich 0 und damit ist der Punkt 0, 0. Dasselbe machen wir noch für die andere Stelle. F von 2 gleich minus 4 und damit ist dieser Extrempunkt 2 minus 4. Da wir ja eigentlich nicht den Graph der Funktion kennen, müssen wir mathematisch noch bestimmen, ob die erhaltenen Extrempunkte Hoch- oder Tiefpunkte sind. Wir wissen bisher nur, dass die erhaltenen Punkte entweder Hoch- oder Tiefpunkte sind, weil die Steigung bei beiden an der Stelle 0 ist. Wir stellen jetzt nur die Methode mit der zweiten Ableitung vor. Man kann alternativ auch den Punkt auf einen Vorzeichenwechsel überprüfen. Allgemein gilt, wenn die zweite Ableitung positiv ist, dann ist der Punkt ein Tiefpunkt. Außerdem gilt, ist die zweite Ableitung negativ, dann ist der Punkt ein Hochpunkt. Diese Regeln könnt ihr euch entweder einfach merken oder ihr denkt etwas darüber nach, warum es so ist. Kleiner Tipp, zeichnet euch einfach mal eine Funktion f von x und danach die zugehörige erste und zweite Ableitung auf. Nun schaut ihr, wie die drei Graphen an Extremstellen miteinander zusammenhängen. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Also machen wir das jetzt mal. Dafür müssen wir die zweite Ableitung erstmal bestimmen. Die ist 6x minus 6. Dann setzen wir die erste Stelle in die zweite Ableitung ein. f' von 0 ist minus 6, also ist an dieser Stelle ein Hochpunkt. Und f' von 2 ist 6, also ist hier ein Tiefpunkt.
Überprüfen wir jetzt unser mathematisches Ergebnis, also den Hochpunkt 0,0 und den Tiefpunkt 2 minus 4. Mit dem Graph so sehen wir, dass wir es richtig gemacht haben. Eine Frage bleibt. Was ist aber, wenn die zweite Ableitung weder positiv noch negativ ist, also 0? Tja, scheiße war's. Das erfährst du im nächsten Video. So, das war's auch schon. Was musst du dir merken? Um eine Extremstelle zu bestimmen, setzt du die Ableitung der Funktion gleich 0. Dann musst du noch mit der zweiten Ableitung überprüfen, ob der Extrempunkt ein Hoch- oder Tiefpunkt ist. Ist die zweite Ableitung positiv, so ist an der Stelle ein Tiefpunkt. Ist sie negativ, dann weißt du, dass an der Stelle ein Hochpunkt ist. Auf unserer Website findest du jetzt noch eine Zusammenfassung und Übungsaufgaben zu diesem Video, um das Gelernte zu vertiefen. Wir empfehlen dir wirklich, diese zu nutzen.